jetzt wird's auch noch lustig. Carsten Stahl hat ein Video, das heißt Neujahrsansprache, während unser Bundespräsident heuchelt, leiden wir auf der Straße. Ich bin Carsten Stahl, der Gründer von irgendeinem Scheiß, den keine Sau interessiert. Und deswegen schreie ich so laut. Und ich habe natürlich den Carsten Stahl, den Carsten Kotzkübel, bereit, denn der Carsten redet so viel Unsinn, dass einem manchmal schlecht wird. Der Carsten muss das richtig kraftvoll sagen. Mit den Händen in der Tasche. Kann ja wohl nicht wahr sein, was hier passiert. Gehen wir mal rein. Mal sehen, was der Carsten da von sich gibt. Mein Kasper. Hallo, ich bin's Carsten Stahl, ein Bürger. Ich bin's Carsten Stahl, ein Bürger. Und Vater in unserem Land. Genauso wie viele von euch. Heute... Ich fraternisiere erstmal mit allen meinen Zuschauern. Versuche so näher aufzubauen, damit der Scheiß, den ich rede, vielleicht viel besser verfängt. Neigt sich unser Jahr 2022 dem Ende zu. Wir sind kurz vor Silvester. Und der liebe Bundespräsident hält ja seine großen Reden aus seinem Schloss im Schatten. Ah ja, der Bundespräsident, deswegen kneife ich die Augen jetzt zu. Und der sitzt in einem Schloss. Ich nicht, ich habe kein Schloss, obwohl ich der Gründer von Kinderschutz irgendwas bin. Und ich habe Gesetze verändert. Und deswegen gibt es irgendwelche Puppen nicht mehr. Ja, auch mir würde ein Schloss zustehen. Es ist einfach unerträglich, die Art und Weise von ihm. Charlottenburg und wird eine Neujahrsansprache machen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich bin weder der Bundespräsident, noch ist das hier das Schloss von Charlottenburg. Aber ja, das ist auch gut so. Der als Bundespräsident, na gute Nacht, Marie. Dritter Weltkrieg incoming. Hat er schon erwähnt, dass er sich für Kinderschutz einsetzt? Er wird es gleich nochmal rausbrüllen, davon bin ich fest überzeugt. Eine Neujahrsansprache, die kann ich auch machen. Ich kann auch eine Neujahrsansprache. Es ist einfach nur Realsatire. Der Kaspar steht da oben, weiß ich nicht, im 30. Stock über Berlin, im Plattenbau. Ich kann auch eine Neujahrsansprache halten. Nur hoffen, dass wir im Jahr 2023... Ja, scheinbar sitzt in Bellevue. Aber das ist doch in Charlottenburg, oder? Keine Ahnung. Schloss Bellevue ist auf jeden Fall nicht Charlottenburg. Ich kenne mich in Berlin nicht aus. Das ist das Einzige, wo ich unterwegs war, war Mitte und ich bin durch Neukölln durchgefahren und das hat mir auch gereicht. Sich die Vernunft in unserem Land wiederfinden, dass wir vor allen Dingen die Ehrlichkeit wiederfinden. Alter, Carsten, der ist ehrlich. Der kann was aufzählen hier. Er brüllt herum. Zugriff. Schürze! Wir die Glaubwürdigkeit wiederfinden, dass wir den Zusammenhalt wiederfinden und dass wir vor allen Dingen die Menschlichkeit wiederfinden, die uns und diese Politik und auch dieser Bundespräsident, der sich ja daran mitbeteiligt hat, in den letzten 3 Jahren mit Füßen getreten hat. Sie alle... Ja, der Bundespräsident hat alle mit Füßen getreten. Er ist nicht Carsten Stahl. Er hat keine Sexpuppen verhindert. Und er läuft nicht rum mit dem Micha Kur, mit seiner Schwanzverlängerung, diesem riesengroßen Auto. Und fährt damit durch Kreuzberg und Neukölln und hat eine Taste dabei, auf die er dauernd drauf drückt, wo dann irgendein anderer Trottel kommt. Nein, er sitzt da in seinem Schloss und tritt alle mit Füßen. Es ist einfach unerträglich, was der wieder für einen Mist dort macht. Wir haben die Serviette mit Füßen getreten. Die Inflation direkt nach der Pandemie nochmal oben drauf, von Waschlappen und großen Sprüchen. Sie selber hauen sich die Taschen voll und hauen das Geld zum Fenster raus. Moment mal, was nicht Carsten Stahl, der sich für ein politisches Amt beworben hat, der unbedingt Landtagsabgeordneter werden wollte und jetzt auf einmal sagt, er will kein Politiker sein? Er macht sich die Taschen so eng. Das ist wirklich, das ist einfach nur schlimmster Gossenstammtisch. Das ist noch nicht mal Stammtisch, das ist Niveau Trinkhalle. Trinkhalle Duisburg Hauptbahnhof. Unterstützen alles und jeden und das machen wir ja gerne, aber die eigenen Bürger werden im Stich gelassen. Die Ausländer, Schweinerei, wir unterstützen andere, die Ukrainer und die Syrer. Krummel, krummel, in den Bart hinein. Ey, es wird immer schlimmer. Das ist, was ein Typ, ey. Was ein Typ. Dass ihn irgendjemand ernst nimmt. Und wahrscheinlich wird das nächste Jahr noch schlimmer werden. Ich hoffe es für uns alle nicht. Und wir sollen alle Opfer bringen und Bier rumbringen. Natürlich nicht der Bundespräsident und auch nicht die Ampelregierung und die ganzen Minister. Die da oben. Sondern nur wir, die Bürger. Ja, wir, der kleine Mann, der hier oben steht. Der ja fast runterspringen da. Der kleine Mann muss Opfer... Das ist wirklich Bullshit-Bingo des Stammtischgekotzes. Sein Klientel ist übrigens gerade gar nicht da, weil es in Massen die Kaufhalle stürmt, um dort Billigfeuerwerk zu kaufen. Um 500-600 Euro rauszublasen innerhalb von einer halben Stunde. Ganz normalen Bürger, die hier in so einem Ballungsgebiet wohnen, zum Beispiel in ihren Wohnungen, wenn sie denn noch warm sind oder noch beheizbar bezahlbar sind. Nicht.
es ist unglaublich einfach, was eine Klaviatur an primitivem Populismus er da runterbetet. Er wird Zeit, dass er wieder ein bisschen brüllt mit seiner Polemik. Nicht wahr? Und es läuft immer weiter. Aber die Politik haut die Kohle weiter zum Fenster raus. Die Beamten machen einen wichtigen Job, aber die haben wenigstens auch das Privileg, dass sie über 10.000 Euro Zuschuss bekommen, viele. Weil ja die Mieten der Inflation angepasst werden. Ach, für die normalen Bürger, die Millionen von Menschen, die in unserem Land arbeiten oder gearbeitet haben oder hier sind. Wir sind weniger gewählt. Ja, die kriegen gar nichts. Warum direkt der andere denn? Ich habe weniger, wenn der andere mehr bekommt. Dummes Geschwätz immer. Das ist diese Vorstellung, dass jemandem etwas genommen wird, weil jemand anderes etwas bekommt. Das ist so primitiv. Das ist wirklich die Spitze der Primitivität. Das ist so widerwärtig. Also ich hab extrem schwierige Jahre gehabt und musste jeden Tag, jeden Pfund, weil ich in England gelebt habe, jedes Pfund zweimal umdrehen. Aber ich habe doch nicht anderen Leuten die Schuld gegeben. Ich habe nicht gesagt, der hat mehr und deswegen habe ich weniger. Das ist so. Er hat ja überhaupt keine Lösung. Carsten Stahl hat noch nie Lösung. Der sagt immer nur, das ist alles schlimm. Die klauen unsere Jobs. Erinnert mich irgendwie an diese Typen. Kennt ihr diese Dokus bei D-Max, die in irgendwelchen Sümpfen rumgefahren sind und Krokodile gejagt haben, wo nur die Hälfte der Zähne da waren und die dann Moonshine gesoffen haben? Genau das. Wir kriegen keine Aufstocke, nein. Ach nee, stimmt, uns gibt man irgendwelche 49-Euro-Tickets. Bei uns bezahlt man eine Gasrechnung oder irgendwelche Peanuts macht ihr. Damit. Ja, ja, und der Michael Kur, mein bester Freund, mit dem fahre ich rum und sein Auto, das Gas wird teurer. Hört er, wie das Kätzchen schnurrt? Es braucht eine eigene Pipeline für diese Riesenkarre. Die Menschen die Fresse halten. Das ist das, was bei uns läuft. Und es wird weitergehen. Und dazu noch diese ganzen Missstände, die man nicht ansprechen soll. Das ist Deutschland. Geschichten aus dem Paulanergarten. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ja, ja, wieder darf man nicht ansprechen. Oh, Verschwörungstheorie. Jeder spricht es doch an. Darüber wird doch die ganze Zeit geredet. Nur Carsten Stahl, der Gründer von Aktionen. Der spricht das alles an. Der ist mit seiner, weiß ich nicht, S-Klasse in den Plattenbau gefahren nach oben und nimmt da auf mit seinem Kamerateam. Ein Paradies für Kinderschänder ist für Vergewaltigung. Oh Gott, jetzt fängt das auch noch damit an. Jetzt kommt der Kinderschänder-Vergleich. Für Kinderpornografie, dass wir ein gigantisches Problem haben mit Menschen, die in unser Land kommen und im Stich gelassen werden von dieser Politik, weil sie sich nicht zurechtfinden, weil sie ein bisschen Geld in die Hand gedrückt bekommen, eine Wohnung bekommen, aber sonst im Stich gelassen werden. Und wenn dann schlimmste Dinge passieren, dann soll es vertuscht werden. Mir sind die Menschen wichtig, die in unserem Land leben, jeglicher Kultur, jeglicher Hautfarbe, jeglicher Religion und jeglicher Herkunft, besonders ihre Kinder, liegen mir am Herzen. Und trotzdem werde ich meine Fresse nicht halten. Und der Carsten, das ist ein Revolutionär. Er kann sich nicht zurückhalten, er muss das alles rauskotzen. Ich muss auch nicht in irgendeinem Schloss sitzen und Kohle zum Fenster rausmachen. Ja, zum Fenster rausmachen. Der Bundespräsident wirft Kohle aus dem Fenster. Den ganzen Tag steht er am Fenster und wirft Kohle raus. Und mich wichtig tun, weil ich der Bundespräsident bin, aber mich... Was hat er gesagt? Bundespräsident? Weil ich der Bundespräsident bin. Was ist denn mit Carsten los? Der Bundespräsident, was ist das denn bitte? Aber mich sehr oft nicht wie einer verhalte. Wir sollen Masken tragen, nicht wahr, Herr Bundespräsident? Sie selber fuhren im ECO ohne Maske. Natürlich. Das übrigens stimmt auch nicht. Er hat sie für ein Foto abgenommen, was er durchaus darf. Und man darf auch im ICE, wenn man was trinkt, abnehmen. Ist halt einfach gelogen, was Carsten Stahl da von sich gibt. Sie haben ein Interview geführt. Sie hatten es aber nicht hier. Sie hatten gar keine Maske. Ach, was? Ihr dürft doch alles. Ihr dürft fliegen ohne Masken. Wir sollen doch weiter die Scheiße ertragen. Wo bleibt eigentlich euer Statement zu Menschen, die Gesetze brechen im Schutze des Klimas? Ach nee, das ist ja okay, wenn man Gesetze bricht. Boah, es ist wirklich unerträglich, was für ein Rumgerülpse da wieder aus dem Brüllaffenkopf da kommt. Das Schlimme ist, er ist nüchtern. Wenn der jetzt besoffen wäre, würde ich ihm ja das ja noch sagen, okay. Menschen nötigt und erpresst. Wenn es ums Klima geht, ist es okay. Aber wenn man demonstriert für Rechte... Ich bin Carsten Stahl, der Erfinder von Whataboutism. Und ganz legal, ohne ein Verbrechen zu planen, dann sind das alles böse Menschen. Alles Menschen,
die in irgendeine Ecke geschoben werden, nicht wahr? Nicht alle, aber die viele, das habt ihr doch gemacht, die Jahre. Dafür habt ihr sogar... Das habt ihr doch gemacht. Ihr wart das doch. Der Carsten, der wollte auch Politiker werden. Aber keine Sau hat ihn gewählt, weil die Menschen nicht so dumm sind. Und jetzt ist er sauer. Der Carsten ist kein Abgeordneter. Wäre gerne. ...öffentlichen rechtlichen Fernsehsender benutzt. Und jetzt schweigt ihr alle. Redet keiner darüber. Keiner entschuldigt sich. Herr Lauterbach, Sie tragen mit Herrn Spahn eine Verantwortung dafür, dass wir nie dagewesene Zahlen von Missbrauch gegen Kindern... von Gewalt gegen Kindern und Suiziden haben. Genau, es war auch der Spahn und der Lauterbach, das Coronavirus erfunden haben. Ja, genau. Es ist einfach so widerwärtig, wie er Kinder missbraucht für seine Schwachsinnslogik. Das ist verbaler Kindesmissbrauch, was er da von sich gibt. An Händen klebt Blut. Da hängt Blut. Blut, hat er gesagt. Was ist mit dem Jungen denn falsch? Sie entschuldigen sich nicht mal. Sie sagen, ja, die Lockdowns wären gar nicht nötig gewesen. Nein, das war unwichtig. Ich hoffe, dass in diesem Jahr ihr alle euer Gehirn... Ja, er weiß immer. Danach ist man immer schlauer. Das ist auch großartig. Deutschland ist wie kaum ein anderes Land gut durch diese Krise durchgekommen. In anderen Ländern sind die Menschen verreckt wie die Fliegen. In England war das Gesundheitssystem zusammengebrochen. Und ich konnte sehen, ich habe ja dort gelebt. In dem Hotspot, der Hotspot von Europa für Corona, war England und in dem Fall sogar Nord-London. Es ist einfach nur ein Witz, was der von sich gibt. Er weiß immer alles besser. Das ist diese typischen Leute, die sagen 10 irgendwelche Schwachsinnsvorschläge und einer wird dann in 2 Jahren sagen, okay, das hätten wir machen können. Aber die neuen Schwachsinnsaussagen, die werden dann vergessen. Aber immer gesagt. Ihr alle euer Gehirn wiederfindet in der Politik und mal versteht, wen ihr eigentlich dient. Den Bürgern. Ja, dich hatte keiner gewählt, Carsten. Niemand hat dich gewählt, weil die Leute dich nicht wollten. Die Bürger von Berlin haben gesagt, wir wollen keinen Carsten Stahl. Die Bürger, von denen du gerade redest, die haben dir keine Stimmen gegeben. Du hast laut dafür geworben. Du bist mit einem ehemaligen FDPler zu den Freien Wählern, der noch Abgeordneter war, und hast laut getrommelt, laut rumgebrüllt. Und die Bürger haben gesagt, nö, auf die Scheiße haben wir keinen Bock. Wir wählen was Vernünftiges und nicht Rumgebrülle. Die Leute wollten nämlich Lösungen haben und nicht Gebrülle. In unserem Land, in allererster Linie, den Kindern in unserem Land, die die Zukunft sind und nicht ihr... oder eure Lobbyinteressen, wo ihr den Kopf im Arsch von irgendwelchen Firmen habt. Och, jetzt wieder nächste Verschwörungstheorie, Lobbyinteressen, keine Beweise dafür, unterstellt halt irgendwas. Hätte er Beweise, würde er da ja mal Belege. Aber hat noch nie Belege geliefert. Carsten Stahl ist immer so jemand, der rülpst was raus à la Stammtisch. Das war mal eine andere Neujahrsansprache von einem Ort, der anders ist als da, wo man sie vielleicht sonst hört. Ich bin ein Bürger und genau... Ja, ein Bürger, der zum Glück von niemandem gewählt worden ist, weil die Menschen sich nicht von irgendwelchen Rattenfängern locken lassen, wie einem Carsten Stahl. Da finde ich statt. Zwischen den Bürgern, mit den Bürgern, für die Bürger, für Veränderung, für unser Land, mit jedem Menschen, der in unser Land lebt und hier mit uns zusammenleben möchte. Jeglicher Hautfarbe, jeglicher Religion, jeglicher Kultur, also steckt euch eure Farbe. Jetzt mach ich noch eine schöne primitive Aussage. Noch was Vulgäres hinten an, damit der einfache Bürger, der aufwacht und seinen ersten Korn trinkt, dass der sagt, der ist stark, das ist ein richtiger Mann. Das ist halt so schwachsinnige Pseudomännlichkeit, die da transportiert wird. Das ist so dieses Andrew Tate-Niveau. Die glauben, dass das in irgendeiner Weise maskulin sei, rumzubrüllen, irgendwas Fremdenfeindliches zu sagen, aufzutreten mit Muskeln und sowas. Das hat mit Männlichkeit nichts zu tun. Das ist toxische Männlichkeit. Das ist kein Mann. Ein Mann bedeutet, eine Familie zu gründen, Kinder gut zu versorgen und gut zu erziehen, ihnen Liebe, Nächstenliebe, Toleranz und Respekt beizubringen und nicht auf irgendeinem Balkon zu stehen und rumzubrüllen wie jemand, der hängen geblieben ist oder Spaltung zu predigen. Erbärmlich. Das, was Carsten Stahl hier macht, ist erbärmlich und er sollte sich schämen. Er ist in meinen Augen der größte Politkasper, den wir irgendwo haben. Und derjenige, der ihn ernst nimmt und glaubt, dass er Lösungen hat, obwohl er immer nur rumbrüllt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Nun ja, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Ich weiß, ganz viele von dieser Carsten Stahl-Bubble werden hier mit Dislikes ankommen. Ist mir scheißegal, denn ich habe ja keine Angst vor irgendwelchen Primitivlingen. In dem Sinne, bis dann.